So, hallo und herzlich willkommen im Bus nach Schottland, mehr oder weniger. Also eigentlich erstmal nach Essen, dann später nach London, dann irgendwann nach Glasgow. Und das wäre dann theoretisch der Bus nach Schottland. Warum fährt man mit dem Bus? Eine lange Geschichte, kommen wir später dazu. Ich wollte nur mal kurz hallo sagen. Eigentlich wollte ich gerade auch noch auf unseren Riesenhaufen Gepäck hinweisen. Wir sind zu zweit. Noch. Später sind wir zu acht. Und dann kam schon der Bus. Und deswegen nicht. Und deswegen später wieder ein Update. Nur, dass ich jetzt mal irgendwo angefangen habe, ne? So, tschüss. Oh, hallo und herzlich willkommen in Essen. Essen ist, man muss halt durch, ne? Ja, wunderbare Atmosphäre. Scheiß viele Autos. Alles scheiße. Scheiß viel Beton. Ganz wenig Baum. Guck da hinten. Bisschen. Ganz bisschen. Viel zu wenig Baum. Und deswegen nach Schottland. So. Und weil wir blöd sind, fahren wir mit dem Bus. Ne? Und das heißt, wir müssen jetzt um 6.45 Uhr den Bus von Essen nach London nehmen. Und der kommt da dann um ca. 18.30 Uhr an. Ortszeit, wohlgemerkt. Also fährt er nicht 12 Stunden. Nee, er fährt auch nicht 11 Stunden 45. Nein, er fährt nur 10 Stunden 45. Also kein Grund zur Panik. Ist alles noch total manageable. Das Dumme ist nur, dass wir gestern um 17.40 Uhr losgefahren sind, weil wir mussten ja erstmal nach Essen kommen. So, einen späteren Bus gab es nicht. Also mussten wir halt nachts um 12:30 in Essen ankommen. Und seit nachts um 12:30 harren wir nun aus in Essen. Und über im Laufe der Nacht war noch nicht mal Essen da, die man hätte stressen können. Also Essen stressen. Geht nicht. Keine da. Aber McDonald's hat uns geholfen, sodass wir nicht erfroren sind. Ist zwar böse, aber manchmal muss man halt eben den Teufel die Hand reichen, um nicht zu erfrieren. Man hätte natürlich auch einen der drei Schlafsäcke ausbreiten können oder zwei der drei Schlafsäcke, die wir jetzt zu zweit wohlgemerkt dabei haben. Oder ein Zelt aufbauen oder einen Kocher anwerfen oder, egal, wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben auch Proviant für zwei, für 20 Tage. Also, wir haben alles. Ist kein Problem. So, und jetzt hoffe ich, dass der Bus dann demnächst kommt und wir aus Essen rauskommen, weil nicht schön. Ne? Ich habe extra diesen Punkt gewählt mit der beschissenen Hintergrundmusik, um zu demonstrieren, wie notwendig es ist, in die Highlands zu kommen. Da klingt die Hintergrundmusik anders. Nächster Report dann hoffentlich aus London. Da kann man dann vielleicht auch ein bisschen was in London angucken. Es ist halt Nacht. Aber manche Dinge werden angeleuchtet, zum Beispiel der andere Ben, der Big Ben. So, bis später. Eigentlich kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. So, was ihr im Grundhintergrund seht, ist Antwerpen. Ich mache ja solche Bustouren wirklich nicht zum ersten Mal. Ich habe da so ungefähr jetzt 500 Langbusreisen Erfahrungsstunden sammeln können. 500 bestimmt. Oh ja, 600. So. Und interessant ist. Irgendwas will er. Ich weiß nicht, was er will. Ich habe ihn nicht verstanden. Jedenfalls. Was ich sagen wollte: Die Route nach Schottland, die kenne ich ja schon. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal hinter mich gebracht. Und was längst neu ist, weil da ist einiges neu, weil eben Flixbus, ne, das Bus dann eben nicht, dass alles andere aufgekauft hat und deswegen jetzt alles summiert, was ist ja auch nicht schlimm, ne? Immerhin versteht man nur einen ganz gut deutsch-technischer Art. Jedenfalls ist es eine neue Route und die ist neu. Ich habe nicht viel geschlafen. Und das heißt, man kommt durch viele interessante Städte, durch die man früher nicht gekommen ist. Und die Haltestellen sind auch zentraler in den Städten drin, so wie halt eben hier jetzt in Antwerpen. Das ist auf jeden Fall schon ganz interessant und lohnenswert. Ich versuche mal hier noch eine kleine Impression zu erhaschen. Ist halt schon eine Kulisse, die ich so nicht gewohnt bin von den meisten meiner bisherigen Fahrten nach Schottland. Das war dann doch
meistens eher etwas langweilig, dadurch, dass wir leider nachts viel rumhängen auf dieser Tour und viel tags fahren, hat dann irgendwie auch den Vorteil, dass man natürlich auch einigermaßen was sieht in der Landschaft. Ja. Schlafen klappt jetzt inzwischen auch ganz gut, deswegen sehe ich immer nur sporadisch was und dann bin ich wieder mal eine Stunde weg. Aber gut, ne? Das so zum Update. Also nach etwa wirklich 500-600 Stunden langen Busreisen gewöhnt man sich irgendwann an solche Dinger. Das ist so Gesamtreisezeit für die Anreise haben wir jetzt. Also nicht die ganze Fahrzeit, sondern unterwegs sind wir halt eben von Donnerstag später Nachmittag bis Samstagmittag. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass da doch ein bisschen Zeit zusammenkommt. Ne? Willkommen zu Bens faszinierender Dokumentation vom Eurotunnel. Also das Ding, das durch den Kanal geht. Ne? Also unten drunter durch. Total faszinierend sind insbesondere, nicht faszinierend, die Enden vom Tunnel. Weil es gibt eine Wartebank. Unglaublich. Und es gibt ein Klo. Da gehe ich jetzt rein. Schauen wir uns noch die Empfehlungen für die Evakuierung an. Also ich habe noch nie einen zweigeschossigen von diesen Dingern gesehen. Keine Ahnung, wo es das geben soll. Jedenfalls, ne? Im Falle eines Vorfalls, bleiben Sie ruhig. Und dann machen Sie das, was auf diesem Schild steht. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, der Eurotunnel. Faszinierend, ne? Also normalerweise steht hier alles voller Fahrzeugen. Tut es im Rest vom Tunnel auch. Das ist nur der erste und der letzte Wagen jeweils, die erfreulicherweise ziemlich leer sind. Man kann theoretisch aus dem Fenster gucken. Da sieht man so lange was, wie der Zug nicht losgefahren ist. Achso, für diejenigen, die keine Ahnung haben. Ne, der Eurotunnel ist ein Tunnel unterm Kanal. Aber man muss mit dem Pkw in einen Zug fahren und der Zug fährt dann durch den Kanal. Nicht man selber fährt durch den, der Zug fährt nicht durch den Kanal, der Zug fährt durch den Tunnel unter dem Kanal. So jetzt. Ne? Man selber fährt nicht durch den Tunnel. So jetzt, habe ich es erklärt. Ansonsten das Ganze total unspektakulär. Man kann kleinen Kindern und jungen Damen Angst damit machen, dass man irgendwo gesehen hat, wie Wasser eindringt. Was Quatsch wäre, weil das würde ja nicht in den Zug eindringen. Deswegen alles eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. Ja, und da hinten könnt ihr also eben sehen, da stehen die Fahrzeuge und da muss man am Land entlang latschen, bis man halt eben entsprechend ganz vorne oder ganz hinten angekommen ist, um aufs Klo zu gehen. Der große Vorteil von dem Klo, ich passe da rein, ins Busklo passe ich eigentlich nicht. Geht zwar notfalls auch, aber... So, das heißt, ich pilgere wieder zurück zum Bus und hoffe, dass wir dann irgendwann mal in der United Kingdom ankommen. Noch ein kleiner Hinweis an die Franzosen beim Zoll. Ihr seid scheiße. Ein kleiner Hinweis an die Briten beim Zoll. Ihr seid dufte. Und so höflich, im Gegensatz zu den scheiß Franzosen. Ich mag keine Franzosen. Also, ich weiß, das ist ein Klischee, aber bisher kenne ich noch keinen mir persönlich wirklich sehr sympathischen Franzosen bisher. Es wird sie sich mit Sicherheit irgendwo geben. Sicherheit. Aber wo sind sie? So. Böse, böse Vorurteile. Böse. Aber die beim Zoll sind jedenfalls immer so. Hapü! Ausweis! Hapü! Weitergehen! Hapü! Gepäck durchleuchten! Hapü! 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 Bossa! So, jetzt London. Victoria Station, also Whale Station, nicht Bus Station, weil wir haben gehofft, wir finden hier eine günstige Möglichkeit, unser Gepäck abzuladen. Haben wir aber nicht. Dafür habe ich jetzt ein Sandwich. Sandwiches. Sandwiches ist halt was, was die Briten können. Ne? Egg and Ham. Ham and Egg. Ham and Egg wahrscheinlich eher. Sehr lecker. Ausgezeichnet. Insbesondere die mit Mayonnaise. Das ist ja schon ganz gut, aber esse ich später. Folgendes. Ja, nach London haben wir es geschafft. Mit reichlich Verspätung, 2 Stunden. Das heißt, meine Pläne sind so ein ganz kleines bisschen durcheinander geraten. Ist aber nichts Dramatisches. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche beschränken, nämlich wieder reproviantieren. Gucken, dass man noch ein bisschen was futtert. Gucken, dass man
weiß, wo man hin muss, dass man noch ein bisschen zur Ruhe kommt vielleicht und dann zurück zum Busstation und halt eben gucken, dass wir ja rechtzeitig rausfinden, wo und wann unser entsprechender Bus abfährt. Das sollte aber kein größeres Problem sein, denke ich. Ja, das ist der Stand der Dinge. Vielleicht schaffe ich zeitlich noch einen kleinen Ausflug, wenn mein Gefährte nicht will, zu Westminster Abbey und meinem Namensvetter, ne, dem Big Ben. Das wäre ganz schön. Vielleicht. Wenn ja, dann seht ihr es. Wenn nicht, dann nicht. So, ich renne durch London und versuche in wirklich sehr kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzugrasen. Auf gut Deutsch, ich bin gerade Japaner. Das ist Westminster Cathedral. Beeindruckender Turm, gut, dass ich da nicht hoch muss. Licht, beschissen, wie man sieht, aber muss jetzt halt reichen. Und damit renne ich weiter und versuche nach Möglichkeit, wie gesagt, noch den Big Ben zu finden und oder den Buckingham Palace, der ist relativ leicht zu finden. Ja, mal gucken. Wie ihr seht, seht ihr keine Bäume. Das heißt, ich befinde mich nicht in meinem Kompetenzbereich und bin leicht überfordert. Großstädte und ich, so eine Sache. Ist echt so eine Sache. Ich mag. Naja, kommt drauf an, wenn die Großstadt historisch bedeutend und der Mittelpunkt eines ehemaligen Weltreichs ist, dann, in allen anderen Fällen, nein. Es wird dunkel. Aber ich bin gerettet. Eine Telefonzelle. Telefonzelle. So als Beweis, dass ich tatsächlich in London bin. Gehen wir mal rein. Schnell. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Tada! Ben ist in London. Er hat eine rote Telefonzelle gefunden. Und hier gibt es tatsächlich ein Münztelefon mit Münzen. Seht ihr hier? Wahnsinn! Findet das mal in Deutschland. Na? So, ich hetze weiter zum Buckingham Palace. Ich meine, ich kenne den Weg sogar. Ich war da ja schon mal. So ist das nicht. Ben hetzt weiter durch London. Diesmal vor historischer Mauer. Man beachte, historische Mauer. Hochhistorisch, hochinteressant und gehört mit Sicherheit zu irgendwas unglaublich Wichtigem, weil die Mauer meines Wissens ziemlich genau in den Zaun vom Buckingham Palace übergeht. Und da wollte ich eigentlich klingeln und fragen, ob die Elisabeth ein Tässchen Kaffee für mich hätte. Ganz ehrlich, wenn die Elisabeth ein Tässchen Kaffee für mich hätte, das würde ich sogar trinken. Blöderweise habe ich schon vor Jahrzehnten festgestellt, der Buckingham Palace hat keine Klingel. Das ist ein Problem. Aber vielleicht haben sie inzwischen eine. Die Queen ist ja aufgeschlossener geworden, seit sie sämtlich die Enkel unter Dach und Fach hat und die Thronfolge gesichert ist und all sowas. Und also ich bin ja ein Fan von Demokratie. Das schließt mit ein, dass ich nicht unbedingt ein großer Fan von Monarchie bin. Aber die Queen, also die Frau ist verdammt nochmal beeindruckend. Aber sowas von. Sowas von. So, gleich sind wir da. Da aus der Reihe, Ben macht Touri-Aufnahmen. Buckingham Palace haben wir gefunden. Und das eigentlich ganz gut in der Zeit. Das heißt, ich kann gleich wieder zurückrennen und bin dann immer noch gut in der Zeit. Und wir kommen auch noch schön weiter nach Glasgow. Die Fahne hängt oben. Ich glaube, das heißt, die Queen ist zu Hause. Irgendwie sowas. Ja, das ist halt schon, ne? Das ist halt schon imposant. Auch wenn es Touri-Location ist. Der Buckingham Palace, der hat schon was. Und hier ist noch so ein enorm wichtiger Brunnen. Ich habe leider vergessen, was der genau und wie, warum der wichtig und so weiter, weiß ich nicht mehr. Und hier ich vom Buckingham Palace, um zu beweisen, dass ich auch wirklich da war, was super Leistung ist. Ne? Absolut großartig, nach London kommen ist ja auch so schwer. Wenn man mit dem Bus fährt, schon. Doch, ja, dann ist das schwer. Dann ist das durchaus eine gewisse Leistung. Fliegen kann ja jeder. So. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Das ist halt dieser Olle vorm Buckingham Palace Platz. Den kennt man ja verflixt nochmal. Da muss man irgendwann mal einmal die Woche in die Nachrichten gucken, dann sieht man das. Und da hinten ist das London Eye. Kann man von hier aus sehen, stelle ich gerade fest.
Das da, was da, da so rot leuchtet. Da, ja, ich weiß, Bildqualität ist scheiße. Es geht ja auch nicht darum, besonders beeindruckende Aufnahmen zu liefern, sondern nur kurz zu demonstrieren, dass Touri-Ben unterwegs war. Total Touri-mäßig. Und da hinten wäre jetzt endlich ein Park mit Bäumen und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Das heißt, ich kann nicht in meinen Kompetenzbereich gehen, sondern muss zurück durch die Stadt, wo ich enorm unkompetent bin. Jawohl. So, aber das soll es gewesen sein von London. Da habe ich jetzt weiter nichts zu sagen. Es geht um 1 Uhr nachts weiter. 2,5 Stunden, glaube ich. Oder 3 Stunden. Dann haben wir noch einen Aufenthalt in Birmingham. 2 Stunden. Und dann geht es endlich nach Glasgow. Das sind nochmal 8 Stunden Fahrt, wenn nichts dazwischen kommt. Also, mir persönlich macht das wirklich relativ wenig aus. Allen anderen, die ich jemals auf so einer Tour dabei hatte, die sind alle nicht so begeistert. Tschüss. Eine lustige Sache kann ich noch erzählen. Also immer noch hier jetzt London Victoria Station. Eben war ich einkaufen. Und wir Deutschen hinken da ja hinten dran. Wir haben ja noch Kassierer und Kassiererinnen überwiegend. So. Da gab es jetzt, also das war so ein Salisbury-Supermarkt, Salisbury Local, glaube ich, also das ist wahrscheinlich so die Variante von Rewe to go, irgendwie bei uns. Jedenfalls gibt es da so lustige Kassen, da kann man mit Kreditkarte zahlen, muss man sogar, und kann sich da sein Zeug selber scannen und muss es dann in eine bereitgestellte Tüte, eine, die man selber mitgebracht hat oder die man vor Ort gekauft hat, irgendwie reinpacken. Das Lustige ist, diese Tüte soll auf einer Waage stehen, sodass man irgendwie nicht bescheißen kann mit dem, was man gerade gescannt hat und dem, was man jetzt in seine Tüte getan hat, was auf die Waage kommt. Weil der Scanner registriert, was jedes einzelne Produkt wiegt. Total fancy, total was weiß ich. Jedenfalls habe ich das natürlich mehrfach versaut und da kam mehrfach die Warnung bzw. der Hinweis, irgendwas ist schiefgelaufen, bitte warte auf Personal, kommt gleich jemand und hilft dir. Ja? Also frei übersetzt. Natürlich alles in Englisch. Und dann kam sie und hat gemeint, oh no problem dear, Schulterklöpfchen, not a problem at all, macht's, dass das wieder funktioniert und ich darf weitermachen. So, dann habe ich das ganzen Scheiß doch noch dreimal verbockt und jedes Mal kam sie und war immer noch freundlich. Also selbst wenn ich ein Fan von den Schotten bin, die Engländer, heidenei, ne? Also das nenne ich echt guten Service, ja, und ich habe der sogar abgekauft, dass sie tatsächlich nicht böse auf mich ist, weil ich mich dumm genug angestellt habe, vermutlich. Aber das war jetzt ein wirklich interessantes Erlebnis. Also, ne? Wer eine Reise tut, der kann was erleben. Deswegen habe ich auch extra versucht, diesen Automat-Dingern da auszuprobieren, einfach weil ich neugierig war, was ist das, was tut das, gibt es in Deutschland nicht, das musst du jetzt mal ausprobieren. Frei nach der Lebensweisheit, die ich von meinem Onkel habe, immer nur schön dumm stellen und grinsen, dann wird einem geholfen. Hat funktioniert. Na doch, das war ein Erlebnis.